Wahrscheinlich habt ihr diesen Stern schon einmal gesehen. In vielen Haushalten wird er vor allem zur Weihnachtszeit als Dekoration genutzt. Der Name dieses Papiersterns ist Fröbelstern, benannt nach Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens. Friedrich Fröbel wurde am 21.04.1782 in Oberweißbach in Thüringen geboren. Er studierte eigentlich 1799 Naturwissenschaften in Jena, arbeitete dann 1806 als Erzieher an einer Schule des Pädagogen Pestalozzi und entwickelte dessen Methoden weiter, entschied aber nach nur 5 Jahren weiter Naturwissenschaften zu studieren, bis er 1813 als Freikorps in den napoleonischen Befreiungskriegen kämpfen musste. Dort lernte er seine späteren Weggefährten, den Theologen und Pädagogen Wilhelm Middendorf und den Pädagogen Heinrich Langenthal kennen. Ein Jahr später gründete er in der Nähe von Arnstadt eine allgemeine deutsche Erziehungsanstalt, eine Art Vorgänger der heutigen Landerziehungsheime. Ab 1817 widmete er sich dann vollends der Pädagogik. So brachte er 1826 sein Hauptwerk Die Menschenerziehung heraus und gründete die Wochenzeitschrift Die erziehenden Familien. In seinem weiteren Leben schrieb er noch andere Werke. So kam es 1844 zur Veröffentlichung der Mutter- und Koselieder, seinem letzten großen Werk. Vor 1840 gab es zwar sogenannte Kinderbewahranstalten, aber erst in den Kindergärten wurde mit einem pädagogischen Konzept gearbeitet. Es ging Fröbel nicht nur um Erziehung, sondern auch um Betreuung und Bildung. Die Erziehung muss sowohl Leben, Kunst als auch Wissenschaft beinhalten. Sie soll den Menschen zum Tun anregen. Es geht um Selbsterziehung, nicht um Fremderziehung. Die Erziehung soll an bereits vorhandene Erfahrungen anknüpfen und sich an sie anpassen. Schon 1839, ein Jahr bevor der erste Kindergarten eröffnet wurde, reiste Fröbel mit seinem Freund und Mitarbeiter Wilhelm Middendorf durch Deutschland, um Vorträge über seine Idee der Vorschulerziehung zu halten. Am 28.06.1840 wurde dann der erste allgemeine deutsche Kindergarten in Bad Blankenburg in Thüringen eröffnet. Um seine Idee weiter zu verbreiten, organisierte er Lehrveranstaltungen zur Vorführung und Erklärung derselben. 1849 zog Fröbel von Bad Blankenburg nach Bad Liebenstein und gab Kurse für Kindergärtnerinnen. Er lehrte die Arbeit mit den Spielzeugen, von ihm Spielgaben genannt, Beschäftigungsmitteln und die Regeln von Bewegungsspielen. Das Spiel verkörperte eine große Rolle in der Pädagogik von Fröbel. So sagte er darüber, Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung. Er entwickelte Spielzeuge, die den Kindern in einer bestimmten Reihenfolge zum Spielen und Lernen gegeben werden sollten. Es begann mit einem Wollball, über Holzbaukästen bis hin zu Legeplättchen geometrischer Formen. Aber seine Ideen fanden in der Staatsverwaltung Preußens wenig Anklang. 1851 wurden Kindergärten aufgrund von angeblich hetzerischen und atheistischen Tendenzen verboten. Die preußische Regierung befürchtete nämlich, dass nach dem Volksaufstand von 1848 mit der Regierung unzufriedene Erzieher die Kinder gegen den Staat aufhetzen. Das Verbot wurde zwar schon 9 Jahre später aufgehoben, das erlebte Fröbel aber nicht mehr mit. Er starb 1852 in Marienthal. Heutzutage ist seine Pädagogik immer noch aktuell. Sie ist weltweit bekannt. Über 50 Sprachen wurde der Begriff Kindergarten eingeführt. Besonders in Japan, den USA, Großbritannien, Australien und natürlich Deutschland werden seine pädagogischen Konzepte hoch angesehen. Doch Fröbel hat bis heute nicht nur die Pädagogik maßgeblich beeinflusst. Auch Architekten wie Frank Lloyd Wright oder Walter Gropius, Maler wie Paul Klee und Wassily Kandinsky und Designer wie Charles Eames wurden durch seine Arbeit inspiriert. Beenden möchte ich den Beitrag mit einem Zitat von Friedrich Fröbel selbst, was meiner Meinung nach dessen Pädagogik gut zusammenfasst. Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.